Los geht's, Leute. Kann man eure Rennen sehen irgendwo? Bei Michel. Stay single file. Genau, schon schön. Sprit verbrennen. Oh, Lexus, kein Bock. Alter, ich bin voll überfordert, welche Knöpfe ich hier drücken muss, um mich in Discord und dann TeamSpeak, ey. Er kann nicht schneller als 120 fahren. Game regelt dasselbe. Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, Junge. Hast du das gemerkt mit dem Limiter? Also ich sag, dass man für sie Dizzy fix. Der ist übrigens auch in der falschen Position, oder nicht? Du bist in der falschen Position, glaube ich. Du musst vor den lilanen ersten vor den rüber. Ich musste gerade ein bisschen den Sound leiser, lauter machen. Bin ja, das ist spannend. Auf dem Weg. Du kannst nicht schneller als 120 fahren, auch wenn du Vollgas gibst. Ja, ich weiß. Okay, das ist schon gesagt. Aber warte kurz, Michel hustet mir gerade das Ohr zu. Der soll weniger Chips essen. ja, halte ich einfach zurück beim Start. Ja. Viel liften, nicht stark, also die, vor den Kurven mehr liften, nicht so ganz auf die Eisen gehen, sonst rauschen sie die Hände drauf. Nein, er war auf Platz 9, dachte ich. Ja, er ist auch auf 9. Ist er auch oben links von 38, sind oben links. So, jetzt bin ich wieder im Discord. Ja, sag ihm mal, der muss sich dann hinter den Lexus einordnen. Naja, nicht, dass der jetzt hinter den Ästen bleibt. Nein, nein, nein. Hinter dem Ästen ist schon richtig, hinter dem Weißen aber. Quatsch doch keinen Mist. Der ist doch. Doch, klar. Der ist doch hinter einem Lexus gestartet. Ja, aber das ist Single-File, Michel. Ja, der weiße Ästen biegt doch dann nach links ab. Es geht bloß darum, dass er sich dann halt hinter den Lexus einordnet. Das meine ich damit. Rechte ich Seite muss er sich einordnen. Genau. Ich orientiere mich dann immer am Vordermann. Was der links macht, ist mir scheißegal. Going double file. Eieiei. Mal sehen, was ich hier. Wenn ich die Luftdrücke sehe, Mann. Ich sehe die gar nicht. Also, oh. Ja, das kommt aber. Ja, natürlich kommt das aber. Ich mute mich kurz im Discord, um ihn vor irgendwelchen Dives zu warnen, ja? Mach mal. Vor allem macht das gar keinen Sinn, dass er ihn warnt, weil er sieht ihn ja nicht live. Da ist es schon lange zu spät. Ich sehe ihn live, Michi, ich bin auf dem Server, du Depp. So, okay, das wusste ich nicht, dann hast du Glück gehabt. Nein, Mabi, weil ich bei der VMS mitfahre. Die Termine sind halt blöd gelegt, die sind halt genau auf den VMS-Rennen, sonst wäre ich wahrscheinlich mitgefahren. Sonst würdest du ja nicht mitfahren, weil ich dann mit Ray fahren würde. Du warst bloß eine Notlösung, Mavix. I know. Bild. Car on the left. Clear on the left. Was ist denn? Schon wieder. Halt dich rechts, jawohl. Du setzt jetzt erstmal clear hinter dir.
Sehr schöner Start. Yellow flag in Sector 3. Rennabbruch. Oh fuck, 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 fuck. Warte. Nach dem Feld kannst du. Kannst, frei. Nicht so schlimm, Augen nach vorne, alles entspannt. Na, passiert. So. Ja, Rennen ist lang genug. Ah, jetzt in den Flow kommen ist wichtig, Stoßen. Moin, Iraneva. Michel, bist du noch da? Der alte Mann hat mich schon wieder allein gelassen. Zumindest sind die Reifen jetzt warm, ja. Map 5. Lass ihn erstmal kurz fahren mit Map 6. Seine Reifen sind jetzt halt absolut am Limit hinten durch den Dreher. Wenn er jetzt das Map runterstellt, belastet er die noch mehr. Lass sie erstmal wieder ein bisschen runterkommen, dann kann er umschalten. Zeige ich ihm dann auch. Pipo Popcorn. Ich seh die Emotes nicht mal. Ich sehe nur das Ausgeschriebene. People Riot. Ich wusste nicht mal, was BTTV ist. Wenn er dir auf der Bremse zu aggressiv hinten ist, kannst du die BB wieder ein bisschen nach vorne setzen. Ja, das ist eigentlich gerade nur eigene Dummheit. Okay. Okay, ja, Schwarzarbeit, dann lasse ich das jetzt einfach so. Weil sonst dauert das wahrscheinlich auch zu lang, bis ich mich entmuten kann und ihn vor irgendwas warnen kann. Ja, deine Hinterreifen sind noch ziemlich am Limit, deswegen ist auch leicht instabil hinten. Lol, der hat gerade. Der muss aber jetzt gerade erst. Vorsicht, links steht einer auf dem Kies. Alter, jetzt gehen sie alle fliegen hier. Er ist kein Rennfahrer, kein Streamer. Ja, so sieht's aus. Ich habe auch schon mal ein paar Rennen gestreamt, aber es schafft mein Möhren-PC nicht mehr. Freebies, ja.
Reifen sind tot, ja. Hängt aber auch damit zusammen, dass er diesen Dreher hatte. Die Curbs. Ah. Wenn du willst, kannst du auch das Mapping umstellen, du hast noch Map 6 drin. Ja. Der Bentley. Ja, ja. Das war Kalle. Ja, die Reifen, das dauert bei den Regenreifen immer so ein bisschen länger. Vorne, die passen so allmählich, hinten, die sind eigentlich immer noch ein PSI zu hoch. Oha, der Bentley. Ja, Mavix. Hab ich auch schon dran gedacht. Aber ich habe eigentlich nur kurz gewartet, dass er das selber macht, aber ich sag's ihm gleich. Die 187 ist gerade vom Server gequittet. Halte ich mal auf der Geraden jetzt ein bisschen weiter rechts, um die Reifen runter zu kühlen. Ja, kontrolliert auf jeden Fall. Uiuiuiui. Also, oh, der Lexus. Tokyo Drift. Hui. Ja, Mavix, dafür, dass wir 10 Minuten vor Quali das Setup fix zusammengeschustert haben, geht das ja. Winko, ich bin gegen Mavix schon mal gefahren, aber nur bei so einem Fun-Event im Porsche Cup auf Kyalami. Ja, natürlich zählt das nicht, weiß ich doch. Ja, ja. Ja, Porsche Cup ist immer lustig. Und vor allem verbraucht die Möhre nix. Und die so für Rundenzeiten. Ah, natürlich kann ich mir Rundenzeiten nicht angucken. Danke, DRCC. Gegen Michi Tauscher bin ich auch schon gefahren in einem Public Server. Auf Nürburgring. Oh ja, die Reifen leiden. Ja, wird denn das schon wieder trocken? Nee, aber der ist hinten links ganz schön am Limit. Was ist denn für eine Startzeit? 18 Uhr. Ja, da wird es ja definitiv noch ein bisschen kühler, das passt schon. Ja, und der Regen wird weniger. Guck mal unten rechts. Jetzt hängt er dem Fellinger hinten dran. Vor dir hat's gescheppert. Die stehen direkt nach der schnellen rechts. Zwei Fahrzeuge, einer links, einer rechts. Fährt jetzt nach links. Oh. Alter. Das war doch der vor uns schon, oder nicht? Ja, ja. Vor dir hat's nochmal gescheppert. Jetzt nach der Kurve auf der rechten Seite steht einer.
Ah, das ist der Lexus. Ah, das war Lach. Und er bleibt direkt stehen. Ah. Ja, übers Kies fahren, bisschen Reifen aufschlitzen, geht der Reifendruck aus, kann man mal machen. Guter Mann. Ah, hey, Reifen runterkühlen. Hey. Das Problem ist, Michel. Guck, du siehst ja das Wetter. Oh, wo kommt er denn her? Du siehst ja das Wetter. Und zum Boxenstopp wird das dann halt kritisch, wie du die Reifen einstellst. Ja, gut, aber. Bis der Regen jetzt komplett weg ist. Das dauert eine Weile, aber wenn die Strecke halt Regen abnimmt. Und du musst ja überlegen, hier fahren 35 Fahrzeuge, die die Strecke halt trocken machen. Ja, das funktioniert, Andi. Es gibt halt auch, wenn der Regen anfängt, gibt es halt auch eine Regenlinie. Solange also trocken wird es definitiv nicht, aber mir ging es mehr um den Reifendruck. Ja. Lieber zu viel als zu wenig. Aufspucken auf dem Reifen ist auch wieder nass. Kurz aussteigen beim Boxen so. Ne, der hat aber auch 10 in einer Runde verloren. P10 ist drin. Na klar. Ist der Benz Sven Rosenbaum? Ja. Okay. Weil in der VMS fährt ein Rosenjäger mit. Vor denen hat es wieder gescheppert. Die fahren wieder. Ein Hosenjäger. Also alles clear. Oh, was macht Winkler jetzt? Wieder der rote Benz, der sich dort gedreht hat. Gibt's eigentlich ein Zuschauerpasswort? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dir das sagen darf. Bist du gemeldet? Ja, ich bin bei. Dizzy hat für mich extra angefragt. Ach so, okay. Er fährt unerwartet gut heute, Dizzy fährt immer gut. Oh. Böser Bentley. Wenn ich das so sehe, hätte ich schon Bock jetzt mitzufahren. Ja, wir dürfen nächste Woche. Stell dir mal vor, das regnet bei uns dann auch. Oh, das wäre geil, hätte ich richtig Bock drauf. Ich hätte auch mal Bock auf den Regenrennen. Luis, Vince und Julian hatten heute nicht so Bock auf Regen, hab ich gehört. Die wurden von, wie hieß er? Von Gregor. Wie heißt der mit Nachnamen? Chill. Ja, Chill, wurden die auf der Geraden gekillt. Ja, die DT hatte, die Durchfahrtsstrafe hatte geführt jeder. Ja. Ey, da waren schon welche an der Box. What the heck? Ja, ja. Der Druck fällt aber langsam. Ja, deswegen sag ich ja, es ist 18 Uhr, die Temperaturen fallen ja noch. Ja, wir können hinten müssen wir mal noch ein bisschen was rausnehmen. Würde ich nicht machen. Sicher? Mhm. Aber schon mal so 0,2, weil es bei 31,0. Das ist schon relativ viel. Ja, aber je weniger Druck du in den Reifen hast, desto wärmer werden die. Ja, das stimmt auch wieder. Dizzy, guckst du viel auf den Heckflügel vom Vordermann? Übernimmt sich dadurch die Linie von ihm. Vater ihm schreibt mal IHM. Eieieiei. Ganz kritisch. Aber er bleibt am Hauptfeld dran. Hinter ihm hat's geknallt, ist aber nicht so wichtig. Yellow Flag, watch out.
Vorsicht inne! Oh! Der Benz! Ja, Sven Rosenbaum ist jetzt so eigentlich kein langsamer Fahrer. Nee. GTC ist er eigentlich immer mitgefahren hier in Virtual Racing, also wenn das der ist. Das wäre jetzt aber halt übelst eng geworden, weil wenn er inne reinhält und der Aston halt außen ist, geht die da 3 weit durch die Kurve. John. Ach, du ist jetzt nerven auch schon am Ende. Ich glaube, Lacker, das ist das McLaren Fanatic Plastic Wheel. Plastic Wheel. Ey, für 200 Tacken oder was? Das kostet, ist das ein gutes Wheel? Alles gut. Fanatic Beste. Ist gar nicht, er hatte ein Podium, oder? Podium, ja, er hat ein Podium, glaube ich. Ja, Michi ist immer frech unterwegs. Und Maga kennt das. Ah, sieht bis jetzt ganz gut aus, was er macht. DD1 hat der sich ja schreiben sollen. Er fährt statt Ziel immer nach rechts, weil dort da ist mehr Wasser. Weil da die Linie nicht so abgefahren ist und dadurch kann er seine Reifen ein bisschen runterkühlen. Ich würde mir eher Gedanken darüber machen, ob man eventuell sagt, dass man nochmal Regenreifen holt. Weil dadurch, dass die immer so... Oh, er hat sich gedreht! Okay. Clear. Jetzt kommt wieder ein Feld. Jetzt bist du erstmal wieder kurz free. Kommt gerade nichts. Ein Auto kommt jetzt. Ja, du kannst. Nicht so schlimm, konzentrier dich weiter nach vorne und pass. Ah. Hat den Blinker an. Da müssen wir Blinker ausmachen. Denken die, ja, will die alle vorbeilassen. Ja, sag ich ihm gleich, statt ein Ziel. Da ist er. Ah, der hat uns ein bisschen zu weit reinlaufen lassen. Ja, die Reifen sind komplett. Er hat sich wieder gedreht, der hat's gefangen. Uiuiui. Ja, alles klar, wir gucken kurz. Du hast den Blinker übrigens noch an. Ja, mach ich gleich aus. Sollen wir ihn einfach reinholen oder sollen wir ein bisschen was anmachen bei den Reifen? Die sind komplett im Arsch, die kannst du vergessen. Ja. Wäre halt schon mal geil zu wissen, wie sich das Wetter dann jetzt hier entwickelt, ne? Ja, wenn du den jetzt so weiterfahren lässt, dreht er sich nochmal 2 Runden, weil die Reifen jetzt halt schon im Eimer sind. Im Regen geht es eigentlich nicht so schnell, dachte ich. Ja, Batzen, alles noch drin. Fragen die vor ihm können auch dieselben Fehler machen. Fragen doch einfach mal, wie sich die Reifen anfühlen. Er hat gesagt, beschissen. Schaffst du es noch so 5 oder 10 Minuten? Ja, schaff ich noch. Hier ist alles drin. Im Regenrennen ist immer alles drin. Kritische Situation. Ja. Bin ja gespannt, was der Armke nächste Woche abfeiert hier mit Ferrari. Ich glaube nicht so viel. Ah, er war nicht langsam. So, und dann haben wir ja noch. Jonas fährt da auch mit, oder? Van Kreisel. Im Bentley, ja. Ja, und der Bentley ist halt echt extrem stark auf der Strecke. Dafür fangen sich die Reifendrücke aber jetzt. Ich glaube, wir würden ihn einfach nur reinholen für neue Reifen, oder? Das habe ich dir ja gesagt, weil die Temperaturen fallen halt.
Ja, ein Grad ist bis jetzt runtergegangen. Er soll immer noch 2-3 Runden fahren. Ich würde sogar sagen, dass man. Ist nicht. Vorne wird er 2-3 Klicks rein. Na wohl. Ja, 29,5 bis 30,0 ist halt so das Optimale. Ja, aber wenn du da halt jetzt, wenn das trockener wird, werden die Reifen hier wieder wärmer und dann hast du wieder mehr Druck in den Reifen. Ja, ich weiß, deswegen, ja. Er soll jetzt noch 7 Minuten draußen bleiben, dass er genau zur Hälfte reingeht. Muss er jetzt irgendwie hinbekommen. Ja, wir gucken jetzt mal noch, wie die Drücke sich verhalten und holen wir ihn ab. Weil es war ja alles voreingestellt, oder? Drücke, Sprit. Ah, Spritten müssen wir sowieso nicht. I hope. Schaden dürfte ja keinen haben, oder? Ein bisschen, glaube ich. Vielleicht nicht mal eine Sekunde, vielleicht. Ich glaube, er hat die Wand vielleicht geditcht. Hat ja auch gewendet hier, wie bei SnowRunner. Das war jetzt gemein. Aufgemacht und dann war es Gras da. Wen hat er denn da eigentlich vor sich? Georg. Plauze. Hast du auch, ne? Ja, bestimmt. Zwar nicht so wie Dizzy, aber... Oha, voll feig. Oha. Ja, stimmt. Pass auf, guck mal, der hat jetzt auch so eine 4er-5er-Gruppe vor sich. Was ist denn, wenn wir den so ein, zwei Runden näher reinholen? Ja, weißt, müsst ihr gucken, wo er rauskommt. Aber hier, das löst sich gerade auf, die Gruppe. Ja, jetzt hat das aber, ist der TC gekillt. Jetzt hat er den AMG geschnappt. Voll, weiter geht's, Dizzy. Kann man hier in Dizzys Chat eigentlich auch gamblen? Es kam vor in der Wette, glaube ich. Oh, du siehst ja vor manchen Namen die 1 und die 2. Da hat er den nächsten. Naja, das war, glaube ich, ein Überrundeter, oder? Nee, das war der McLaren. Ah, nee. McLaren? Hä? Ah, stimmt. Hier wird nichts gegambelt. Oh, Top 10 oder nicht war der Gamble. Mutig? Kann man mal machen. Bisschen zu mutig. Ja, schön auf dem Körb, aber hat überlebt. Theoretisch halten die, aber dadurch, dass halt... Obwohl, die Temperaturen sind jetzt auch recht angenehm. Ja, aber er muss ja Reifen wechseln, glaube ich, oder? Ja, aber so richtig wenig Regen wird's nicht. Also klatscht denn vorne die 3 oder 4, 0,4 PSI wieder mit rein. Und hinten würde ich so lassen. Ja. Zeige ich ihm dann gleich irgendwo auf einer... Wir machen mal 0,3 vorne drauf, oder? Soll denn da eigentlich hinhauen? Jawoll! Jawoll! Jawoll, stark! Ferrari OP. Hui, hui, hui! Sorry, Chat, dass ich das immer so ein bisschen spoiler, aber ich sehe es halt ein bisschen eher. Hui! Du kannst nicht so reinkommen, wenn du willst. Ja, ja. Du musst bloß vorne auf die Reifen 03 Druck drauf machen. Ja. Gar keinen Schaden, was redest du für wirres Zeug? Ja, ich hab gesagt, hätte ja sein können. Chat, Dennis hat Scheiße erzählt.
gar nicht wahr. Du bist hier der Labersack von uns. Auf beide vorne? Genau, da muss noch ein anderer Fahrer. Er soll noch einen anderen Fahrer auswählen. ich hüpfe X rein. Ja, toll, da kommt er als letzter ins Ziel. Was macht der Essen denn da? Guck lieber mal Spotter hier. Ja, der hat sich gerade erst gedreht. Weißt du noch Bremsen wechseln? Ja, stimmt. Das hier doch draußen, jetzt ist frei. Ja, aber die Reifen gehen jetzt halt zugrunde. Und die schon gestoppt haben, fahren jetzt halt schneller als er. Ja gut, ja. Aber die sind halt nicht in seiner Nähe, ne? Nicht zufolge ist das gerade irrelevant, weil die wären dann zum Schluss. Nein! Easy. Ich hab kein Schaden. Alles entspannt. Die Möhre tragen wir jetzt in die Box und dann passt das. Nee, ist doch nicht kaputt. Ist alles gut. Oh Gott! Ja, die Reifen sind komplett im Arsch, kannst du vergessen. Feierabend. Nichts Wildes. Du bist clear, du kannst wieder drauf. Ich soll den Schaden nicht reparieren lassen, das lohnt sich nicht, oder? Oh, jetzt wird was. Na gut, er dreht sich wieder. Ja, die Reifen sind halt jetzt heiß. Ja, die Reifen sind heiß, da kommen jetzt zwei Autos, jetzt bist du clear, jetzt kannst du. Alles frei. Ja, die Reifen sind jetzt halt heiß. Mach langsam, die Reifen sind extrem heiß. Spinale. Ja, TS sollte jetzt wieder hinhauen. Keine Ahnung, was da jetzt kurz war. Lassen du da so? Ich hab gehustet. Naja. War ein Corona-Huster. Ach so. Ganz schön trocken. Pass auf das Pit-Speed auf. Yellow Flag accepted. Es ist aber auch eine ekelhafte Boxeneinfahrt. Ja, die Boxeneinfahrt ist richtig ekelhaft. Eieieiei. Alter, ich gucke gerade auf die Map und überall sehe ich gelbe Punkte, die sich irgendwo drehen. Schön Zug an der Dampfe nehmen. Es dreht sich gerade aber noch relativ viel andere Leute, die sich also alles entspannen. Ja, jetzt hat er halt die 2 Sekunden Schaden mit repariert, aber. Oh, da dampft wohl jetzt gleich für die nächste halbe Stunde, oder was? Fahr los! Hallo? Okay. Ganz entspannt. Kurz auf dem Weg zum Rewe. Oh Mann. Ja, ist ja nicht so schlimm. Achso, da steht alles clear, hinter dir kommt nichts. Schulterblick gemacht. Blinker gesetzt. Unwetterwarnung auch in der Bude, alles klar. Nebel. Er soll auf seine Reifen achten, wenig Druck. Also jetzt in der schnellen rechts nicht zu schnell rein. Pass auf die Reifen auf, die haben jetzt noch extrem wenig Druck. Na guck. Schaff, meistert er. Souverän. Also Track Metal hat er, meinst du? Du bist so ein Laber, sagt man. Uiuiui. Ja, da müssen ja noch einige in der Box, also chill mal. Vor ihm müssen noch. Oh ja, doch.
Jetzt kommt gleich so ein Bildschirm aufgeploppt. Pit Window is now open. Fail. Aber die sind alle eine Runde vor ihm. Ja, gut. Oh, jetzt ist... Phil, der Chef, hat den Chat betreten. Ist das der Ast, mit dem er vorher nebeneinander gestartet ist? Korrekt. Der ist ziemlich fröhlich, würde ich sagen. Oh, Michael. Dass er auf Platz 4 ist. Aber der ist eine Runde vor ihm. Ja, ich weiß. Und war schon in der Box. Hat er jetzt wirklich, haben wir jetzt wirklich durch die ganze, durch die paar Dreher eine Runde verloren? Durch die paar, das waren 3 Stück mit Save jeweils 20 Sekunden. Ja, das kann ja mal passieren. Das ist halt eine Minute. Da kommt noch ein bisschen Pace dazu. Und... Verkehr. Es waren sogar 5 Dreher. Ich wollte es nicht ganz so schlecht reden, Mann. Da kommt er halt um die Ecke. Es waren 5! Es waren nicht nur 3! Lügner! Die hat er bloß zum falschen Zeitpunkt gemacht, Joker. Ja. Die sollte man vielleicht nach dem Rennen machen. Die Cardonas, jawohl. P27 vor uns. Stimmt, der ist gar nicht weit weg, 3 Sekunden. Ist der AMG. Meinst du jetzt den, den ich mit der Kreditkarte zusammenkratzen muss? Oder meinst du das Wetter? Das schneiden ein bisschen. Oh. Erfolgsverweigerer Nummer 1, ja. Dizzy könnte ja Top 10 fahren, aber er will das einfach nicht. Er ist ein bodenständiger Mensch. Die Reifen sind ganz schön warm, du. Na gut, wenn es trockener wird. Denken wir da dran, auf den Geraden die Reifen ein bisschen zu kühlen. Ja. Easy, Quersteher gefangen. Alter, was war das jetzt? War dir gerade die Kellertür aufgegangen oder was? Nee, ist mein Stuhl. Ach so. Kellertür aufgegangen. Ich bin kein Kellerkind wie du. Oh, das bin ich auch nicht. Komm, den kriegt er. Dizzy mit seinem Flex-PC hier. Hat er nicht sogar 2? Ja, ein Streaming-Rechner halt. Achso. Aber... Der ist halt trotzdem besser als mein Hauptrechner. Ja, meiner ist noch schlechter als deiner. Mit meiner 1070. Ich hab übrigens noch eine 3070 rumliegen, also wenn jemand Interesse hat. Ich hab kein Geld. Ah, das ist dünn. Willst du ein Mainboard? Drei! Uiuiui. Gut, ich habe ja auch 2. Mir fehlt halt der Streaming-Rechner. Was macht der Essen da? Er will halt auch zurück auf die Strecke, ne? Völlig klar. Jetzt kommt ja der Flexer mit dem 3090. 3090, ich habe ihn in 1070. Ich wäre traurig, hört auf damit. Und dann Full HD. Das ist richtig lohnt.
69 GTX Gang, jawoll. Macht der AMG da? Dann lässt ihn nur Reifen kühlen. Der Reifen aufwärmen. Ich wollte gerade sagen. Da fragt einer, was die 3070 kosten soll. Also, ich bin ehrlich, ich habe sie für 740 Euro gekauft. Dementsprechend sollte sich das da in der Preisregion bewegen. Die ist ganz schön sportlich auf der Bremse, du. €7,40, yo. Für 500. Den Benz holen wir jetzt gleich, aber sowas von. Der macht so ein paar kleine Fehlerchen immer mal wieder. Wer später bremst, ist länger schnell, ja. Mhm. Das ist eine AMP Holo. Dann bist du so los, 500 Tacken. Genau. Steigen die Dinger nicht aktuell im Preis übel? Naja. Aber kein normaler Mensch, also die ich jetzt habe, die kostet halt bei Alter nicht 950 Euro. Yo. Das ist total behindert. Teurer als mein PC. Also wer die für 950 Euro kauft, dem kann sportlich, ich nicht... Sportlich, Dizzy, sportlich, kann man mal machen. Dem kann ich dann nicht mehr helfen. Sportlich, aber sehr, sehr gut gemacht. Hast du nicht eine 49 Zoll? Korrekt. Ich hab eine 27 Zoll. Ja, dann melde ich nachher mal bei Dizzy, dann wären wir uns bestimmt einig. Xavier. Nein, die ist noch original verpackt. Spiegel sind noch nicht auf. Also ich selber habe die noch nicht gesehen, nur die Außenverpackung. Ja, Audi ist aber nicht für Position. Ne? Jo, der Audi hat's verloren beim Überrunden lassen. Guter Mann. Ich hab einen 27 Zoll mit 165 Hertz. Der ist echt gut. Hell Genesis. Michel, wie spricht man den aus? Den. Hell Genesis? Hell Genesis, würde ich jetzt sagen. Okay. Merkt man denn 144 und 165? Also 165 Hertz machen schon Spaß, sag ich dir so wie es ist. Ja, die 144 auch, also ich glaube, dass ob du von 144 auf 165, da wirst du nicht viel Unterschied merken. Für also den Flex? Merk, ja, genau, ich merke zum Beispiel von 120 auf 144 nicht ultra viel. Das kannst du vielleicht bei Counter-Strike sagen, wenn du dann das Model ein bisschen länger siehst. Da sind gerade übelst viele in der Box. Ich hab so, das erinnert mich so ein bisschen an euer Bathurst-Rennen. Wir machen aus Top 10, Top 20 Racing. Danke, auch schwach. Hab dich auch lieb, Michel. Ist die 20er Reihe nicht irgendwie sogar ein bisschen teurer als die 30er? Die 2080 Ti, da verlangen halt viele noch 800, 900 Euro für das Ding, obwohl sie das halt definitiv nicht mehr wert ist.
Also mit einer 2080 wirst du bei 5120 mal 1440 Probleme haben. Die 3840 schafft's. Schafft's ja, so rum. Bei 27 Zoll, so 1920 mal 1080 sieht doch dann schon gar nicht mehr gut aus, oder? Hm? So bei 27 Zoll. Quatsch. Ist das, den 49 Zoll, das sind ja auch bloß zwei 27 Zoller nebeneinander. Das ist auch bloß Full HD die Auflösung. Also ich finde das jetzt nicht verkehrt. Ich bin von 3x 40 Zoll gekommen. Fernseher. Ja, meine hat halt 27 Zoll und 2560 mal 1440. Wer ist denn der nächste vor uns? Der Bentley. Dizzy fährt PBs, jetzt geht's aber los hier. Der vor ihm hat 5 Sekunden Strafe. Na, ob das jetzt unbedingt an TSMC liegt, schwer zu sagen. Der Magga ist im Flow. Ja, ich will ihn da jetzt auch nicht groß stören. Weißt du, du siehst auch nur dieses Monkastier und nicht das Emote, oder? Genau. Wollte ich eigentlich gerade fragen, was das bedeutet. Das ist so ein Emote halt, wo so ein grüner Frosch mit dem Lenkrad da sitzt. Weil es mehr Rechtskurven sind, Coco. Mehr schnelle Rechtskurven, formulieren wir es so. Das Auto vor dir fährt fast 3 Sekunden langsamer als du pro Runde. Ja, ich muss da mal ran. Also ich hole ja schon auf. Hier ist Stockmann vor mir, oder nee, Hartmann, glaube ich. Da kommt ja, bei dem Essen auf Platz 3 ist aber der Name nicht gerade Programm. Ist nicht so schlimm. Hartmann hat eine 5 Sekunden Strafe. Ja, aber wir können ja noch pushen, ne? Ja, klar. Also das Auto gibt's noch her. Also ich hole alles raus, was gerade geht. Macht Sinn. Was, welcher Essen? Ja, auf Platz 3. Da ist der Name nicht gerade Programm, wenn der auf Platz 3 rumfährt. Achtung, heb die Füße. Ganz, ganz weit hoch. Am besten springen. Hä? Wie soll man denn springen, wenn die Füße oben sind? Ja. Mit dem Hintern oder was? Das ist Zahnfort, Black Eagle. Wir hocken hier in Niederlande. In Holland. Raute 77, der kauft richtig hier Penalties ein. Das ist der Rosenbaum. Guter Mann. Das ist der mit der rote AMG. Einen Widescreen? Ich hab selber keinen Widescreen, ich weiß nicht, da kann ich nicht zu viel sagen. Reifen sind durch.
Ja, kein Stress, du kommst da locker easy ran. Dann einfach vorbeifahren. Holland oder Niederlande ist doch selbe Land. Oh Mann, Dennis. Alles dieselbe Ecke. Hauptsache Italien. Hauptsache Rom. Hauptsache wir sind in Rom. Brasilien. Ja, Cosmic, er meint die Reifen vom Vordermann, nicht von sich selbst. Ja, wir müssen mal gucken, was Platz 3 für Rundenzeiten fährt. Das wäre mal interessant. Mal drauf achten. Er fährt schneller als P4. Ah, jetzt sehe ich es nicht mehr. Verdammt. Jawohl, den holt er sich. Er blinkt sogar, er lässt ihn vorbei. Ja gut, weil er weiß, dass er 5 Sekunden hat. Das ist ja, mal das, einer, das ist mal das einer, das ist mal einer, der hat das Buch. Okay, damit hat sich das ja wahrscheinlich auch... Nee, passt schon, passt. Okay. Also ich wollte gerade fortführen, das ist mal einer, der das Buch Rennintelligenz gelesen hat. Ja, der hat das verstanden, der Junge. Hat es bestimmt als PDF. Das sind Computergegner, Peppy. Nein, das... Nee, das sind... Michael, hör doch mal auf, wirklich, die Leute zu verarschen. Nein, Mann. Das sind wirklich... Was macht denn er da? F. Er hat aber wieder eine Position. Nicht böse nehmen, Paddy. Sind wirklich ein Fahrer hier. Dizzy hat sich hier in so einer Liga angemeldet. Was ist das? VCL, ne? Ja. Was macht der Puls, Stusen? Stusen hat gleich einen Anfall. Hm. Oh, guck mal, wir sind wieder Top 20. Yay. Der Plautz ist auch vor uns. Na, passt immer. Trag rum die Möhre. Ah, das ist der Bentley, der dahinter bleibt. Cool. Also ich gehe mal davon aus, dass er sich jetzt aktiv in der Liga angemeldet hat. In den Runden davor bist du genauso schnell gefahren wie P4 und P3. Also Pace ist super. Da steht einer. Ah, der Porsche. Porsche steht auf der anderen Seite der Strecke. Bewegt sich nicht mehr. Ey, da steht er einfach AFK rum. Wo denn? Nach der langschnellen rechts. Kommt auch dieser kurze Linksknick und dann wieder die Doppelrechts. Dort steht er auf der linken Seite. Da stritt alle. Auf der ganz linken Seite steht ein Porsche AFK, ist aber keine Gefahr. Er denkt sich jetzt bestimmt, wo ist die Escape-Taste? Kennst du das? Ja. Ich will ein Return-Rennen spielen! Starte das Spiel! Die Escape-Taste! Mann, ich will Unreal Tournament spielen! Gut. Doch zu wenig Sprit gewesen. Wie viel Sprit hat Dizzy eigentlich noch? 15 Runden. Na easy. Ich hab da gesagt, das ist viel zu viel, was wir ihm mit reingeben. Ja, im Regen ist das so eine Sache. Aber wie der Regen halt nicht weniger geworden ist, obwohl dort Minus steht, vor allem jetzt steht dort unter Plus. Ja, was? Ja. Was zum Fick? Vorsicht, pass auf, da fährt gerade einer vor dir, wieder auf die Strecke steht, linke Seite. Eieiei. Alter, waren wir der Audi hat sich festgefahren! Lul.
Der steht dort im Kies rum. Ah, jetzt. Low life. Der Porsche steht immer noch da. 93 da auf ESC, weil er feststeckt. LOL, der hat sich dort festgefahren, oder was? Was, der Audi jetzt, oder was? Nein, der Porsche, der dort steht. Der steht auf so einer Kante. Die 19 irgendeine Strafe oder so? Die 19? Ja. Der ist vor mir. Ja, ja. Er macht 3 Sekunden auf die 19 gut, also praktisch auf Platz 19. Oder wie weit ist der weg? Krieg ich den noch? Ich will wenigstens. Genau. Achso, ja, 8,5 Sekunden. Und du bist um einige schneller die Runde. Ich sag dir gleich am Ende, ich bin viel schneller. Ja, okay. Sagt er die 19? Ich hab die Nummer 19 gesucht, verzweifelt. Nein, Platz 19. Ja, okay, den holt er auch. Schlüpper anziehen, nee. Fenster auf und pusten. Oh, oh Mann, nein! Ey! Jetzt holt er nicht mehr. Ach, fick clear. Dich doch! Alles clear, alles clear. Ach, Mann. Jetzt kommt einer. Einer. Ja, ich höre. Kommt noch einer. Danach frei. Ach, fehlt doch, ey. Meine Fresse. Nicht so schlimm. Doch, ist es. Weil es jedes Mal irgendeine Scheiße war, die nichts mit Autorennfahren zu tun hat. Licht anmachen, erster Dreher. Zweiter Dreher, die scheiß Reifen einstellen. Warum können das nicht Menschen aus der fucking Box? Oh, es regt mich so auf, jedes Mal. In jedem Rennen, dadurch verliere ich jedes Mal die Plätze und das kotzt mich so an. Sag einfach mal. Ich hätte fucking Top 10 fahren können. Ich denke, wir müssen ja noch Licht anmachen. Und Reifen einstellen, weil man das ja nicht aus der Box machen kann. Dafür hat man ja scheiß Mechaniker. Fuck you, ey. Oh, scheiß. Er redet sich halt jetzt in Rage. Sorry, Chad, das muss irgendwo hin. Ich warte bloß, bis der Blut aus der Nase läuft. Gleich kommt so eine. Kennst du das wie in Comics, wo dann so die Wolken aus den Ohren kommen? Oh, iRacing kann das wirklich? Ja, in iRacing geht das. Boah, Mann. Ehre, Mann. Ist schon, was iRacing gut macht. Jetzt kommen ja gleich übelst viele Hate-Kommentare. iRacing kann aber kein. Stimmt, in iRacing gibt's keinen Regen. Hey, Racing hat gute Fahrer, hat Attitude auch. Ja, das sehe ich genauso. Project Cars 2 oder 3 oder 4 mit echten Nadelhölzern auch. Und Laubblättern. Und Laubblättern. Perfekt gerendert. Scheiße Physik. Hauptsache die Laubblätter fallen physikalisch korrekt auf den Boden. Ja, der vorne ist jetzt viel zu weit weg. Er soll Top 20 jetzt ins Ziel fahren, gut ist. 3 Runden noch. Ich rede am besten nicht mit ihm, mach die bloß sauer. Ich verstehe. Wenn ich so in Rage bin, wenn irgendwas kacke läuft, dann jeder, der mit mir redet. Ihr seid alle viel zu unentspannt. Er muss den Koffer nur noch ganz entspannt nach Hause tragen. Weil die Reifen kühlen. Kühl die Reifen noch ein bisschen, du brauchst sie nur noch nach Hause tragen. Der hinter dir hat sowieso eine Strafe, also alles safe. Ja, danke.
Project, also ich glaube, was simulationsmäßig angeht, ist es von mit jedem Project Cars-Teil schlechter geworden. Ich glaube, Project Cars 1 war so noch eine relativ gute Simulation, so halbwegs. Und mit 2 und 3 ging es dann immer weiter runter. Hero, nee, schlechter. Ja, PC 2 und PC 3, das sind absolute Arcade-Games. Wenn der dritte eine Simulation war, dann fress ich einen Besen. Die haben ja jetzt angekündigt, dass sie den weltbesten Sim rausbringen wollen, ne? Auf jeden Fall. Mit noch besser gerenderten Laubblättern. Die Konkurrenz ist viel zu groß. Ja, schön sieht's ja aus, aber es ist halt kein Sim. Vor ihm steht einer. Vor dir steht einer auf der linken Seite, fährt jetzt wieder los. Ja, das Auto ist eh gerade weg. Er hat die X-Laub, genau. Er hat die X. Das blendet dann in der Kurve, das Laub. Need for Speed war schon fast realistischer als Project Cars. Wobei ich das Schiff damals gerne gespielt habe. Das Schiff habe ich auch gerne gespielt. Aber das war auch so mehr Arcade-Game. Ja, ja, aber schon. Das hat trotzdem so ein bisschen Spaß hat's gemacht. Ja, Project Cars 3 war halt schon. Uiuiui, ey. Underground 1 und 2. Ich habe einen Underground noch gespielt. Aber für den anderen Teil, ich glaube, der andere Teil war älter als ich. Also den ersten, das erste Most Wanted war auch richtig nice. Oh, der Lambo macht kurz einen Abgang. Einfach mal in die Wand reingeblinkt. Why? Was macht denn der da jetzt? Okay. Der Runde zurück. Trackmania, Leute, jawohl. Wann kam Underground 1 raus? Boah, da hast du noch nicht gelebt. Nee, ich glaube auch nicht. Doch, ich denke schon. 2004? Oder noch eher? 2003. Ja, das Spiel ist älter als ich. Lol. Einfach nur der Bengel hier im Voice. Ey, da wusste ich zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob ich das nur auf PlayStation spielen soll, wo ich es in guter Grafik spielen kann. Oder ob ich es auf dem Gammelrechner spiele. Ja, war das. Das habe ich mit meinem Vater dann so auf PlayStation 2 gespielt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, so 4 oder 5 Jahre alt war. Und das war, haben wir da Underground 1 oder 2 gespielt? Das war 1. Brum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ich hab die Mucke immer noch im Kopf. Hey! Sogar noch. Hä? Wieso sind wir so. Wir sind sogar noch 19er geworden. 19? Oh, das ist aber kommt. Tolle Boxencrew auf jeden Fall. Das war sehr geil heute. Aber heute hat der Fahrer gesagt. Oh, mich ärgert das so. Ich komme damit nicht zurecht, Sachen einzustellen. Ehrlich nicht. Jedes Mal, ohne Witz. Ich hätte so weit vorne fahren können. Aber ich hab gesehen, mein Licht ist aus, habe ich Licht angemacht und dann habe ich meinen Bremspunkt verpennt. Und das erste Toker hast du bestimmt auch und gespielt. Und weil ich den verpennt habe, habe ich falsch Gas gegeben. Und dann bin ich rausgeflogen das erste Mal. Ich hätte locker Top 10 fahren können. Ja, locker. Die Top 10, du bist in den Speed von P4, P3 gegangen. Und beim zweiten Mal habe ich... Weil ich mein Lenkrad gewechselt habe, ist das Steuerkreuz anders zum Reifen einstellen. Und dann hat das erstmal irgendwie eine Dreiviertelrunde gedauert, das einzustellen.
Und dann war ich irgendwann gar nicht mehr mit dem Kopf im Rennen, ey. Genau. Aber trotzdem super Rennen. Ich fahre echt gerne Regen, muss ich sagen. Dankeschön, ihr. Und, da konntest du noch schön Opel Astra fahren oder Vectra oder was auch da war. Richtig nice. Michel Schmichel, danke auch an dich. Hallo, was ist denn das hier? Das Traction Derby oder was? Würdest du dich wieder im Discord? Ich mute mich im Teamspeak. So, und jetzt mache ich mich so hier. Hallo, jetzt. Da ist er wieder. Hallo. Wir hatten auch ein paar interessante Unterhaltungen. Oh, ey, mir ist richtig schlecht geworden. Du bist so ein Arsch. Wegen den Divebombs, oder was? Wie Achterbahn, Mann. Alles hat sich gedreht. Du sag, ey. Die Dreher waren leider zum ungünstigsten Zeitpunkt, das war so zur Boxenzeit. Ja, also die Reifen waren okay, so, aber das Ding war halt, du hast mir in eine Runde vorher, also das ist jetzt keine Kritik an dich, sondern es geht an mich. Alles gut. Weil, also ihr könnt eure Reifen wahrscheinlich schneller einstellen. Ich habe mein Lenkrad gewechselt und da sind die Öpsel anders. Und ich bin immer hoch, runter und habe die Reifen nicht einstellen können. Und ich war nachher so, fuck, ich muss jetzt rein. Und dann habe ich mich nochmal gedreht. Und beim ersten Mal habe ich auf der langen Geraden Licht angemacht und dann habe ich einmal zu viel Licht gedrückt und dann musste ich nochmal und dann habe ich den Bremspunkt verpennt und habe mich rausgedreht. Kommst du während des Fahrens an deine Tastatur ran? Nee. Und ich kann das auch nicht, Michel. Wenn ich fahre, fahre ich so. Deswegen habe ich vorhin so gemeckert, warum die Leute aus der Box das nicht machen können. Zum Beispiel Reifen einstellen. Boah, das regt mich so auf. Jedes Mal. Ja, haben wir schon mit dem Chat erklärt. Das ist das Einzige, aber auch wirklich das Einzige, was iRacing kann. Oh, ich war so schnell, Mann. Und bin so gut. Du warst wirklich fix, ja. Aber ich weiß nicht, wo haben wir denn jetzt in der letzten Runde noch die Position geholt? Weiß ich nicht, vielleicht wurde der wegen Escape oder so disqualifiziert. Hier steht zum Beispiel, hier hat jemand Escape gemacht, glaube ich, oder so? Nee. Nee, never mind. Keine Ahnung, vielleicht hat jemand eine Strafe gehabt oder so. Replay. Ich habe da so eine Vermutung. Warte kurz. Ach, scheiße. Aber ganz ehrlich, also Schöni, du bist ein sehr guter Boxenman, muss ich sagen. Ich hätte noch ein bisschen mehr aufpassen müssen auf die Karte. Nö, war ja gut. 10 Sekunden Strafe hat noch jemand gekriegt. Nö, also bei mir sind wir 20 hier. Hinter Plautz. Vielleicht hat jemand disconnected oder so. Da stand gerade irgendwie noch eine 19. Na Mensch, du Rindvieh. Achso, ja stimmt. Wem redest du denn jetzt? Hallo Michel, wie redest du mit Schöni hier? Echt mal? Nee, wir sind Platz 20, also Dennis. Ja, als er über die Linie gekommen ist, stand da 19. Ja, ich hab's gesehen. Stimmt. Nur 33, 10 Sekunden Strafe. Mann, ey. Chat, es tut mir leid. Ich hab euch enttäuscht, okay? Und das Setup war übrigens mega. Das Setup war richtig gut. Das hat mir gefallen. War doch schön. Ja, oh. im Regen kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist erstmal halt das. Vor Schrecks Essen ausgespuckt. Ja, so schlecht war ich jetzt auch nicht, okay? Nee, das ist der Weintraube aus dem Mund gefallen. Achso. Ey, ich hab das Licht angemacht auf der Geraden und drück einmal zu viel. Guck, scheiße, ich muss bremsen. Bremse, fahr in die Kurve rein, geb Gas, tschüss. Und ich sehe alle an mir vorbei, fahr ich so, oh nein, auf Wiedersehen, Boys. Und da hattest du auch noch ganz schön Glück, ey, weil da kam so eine ganz leichte Lücke da. Oh ja. Mit den Autos. Und dann habe ich den Pott habe ich auch immer so assi geparkt, dass ich den nicht einfach umdrehen konnte. Da in dieser links, wo du da vor der Wand standest. Ja, fährst einfach rum. Scheiße, reicht nicht. Rückwärtsgang. Hallo, Dizzy, da kommen noch 300 neue. So, fuck, nein. Oh, ja.